Lass mal wieder keiner, wo da ist mit Kredit. So. Achso, ich kann noch nicht auflösen. Ich kann mal so. Hallo Leute, herzlich willkommen nochmal wieder zurück zu einer Dark Orbit Reloaded Show. Ja, das habe ich jetzt auch mal geschafft, herauszufinden, wie man das Schiff noch drehen kann. Man kann sich ja alles anschauen. Einfach rechte Maustaste gedrückt halten. Keine Ursache, die es noch nicht wussten. Ja, wir spielen heute die Zitadelle. Wir können hier nochmal schön die Zitadelle im 3D-Look betrachten. So fliege ich das Schiff eigentlich viel lieber. Ach, jetzt fehlt nur noch, dass ich mit WASD oder so fliege. So, wir fliegen einfach mal da runter. Ja. Mit der Zitadelle heute ausnahmsweise mal. Weil ich wusste, ihr wollt das sehen. Oder ein paar wollten das sehen. Na gut, es war gar keiner. Na, es gibt immer welche, die das sehen wollen. Und, ja, ihr wollt jetzt mal unbedingt wissen, wie die Zitadelle so ist. Ja, hier ist sie. So gut ist sie auch drauf. Nee, sie ist mega scheiße. Und jetzt gucken wir dann noch, was die so drauf hat. Also ich habe hier überhaupt noch ganz schöne Formationen. Ihr könnt es ja mal ruhig sehen. Schaut, ihr seht ja hier oben ein Schild. Und jetzt mal die Formation einfach mal rein. Ja, boah, jetzt, ihr fragt euch sicher, wie viel Schild das jetzt hat. Naja, das werde ich euch dann gleich sagen. Zuerst gehen wir auf jeden Fall mal ein bisschen jagen, hätte ich gesagt. Das ist eine Base. 4-3. Go, go, go. Go, go, go. Da vorne ist sie. Ja, das ist jetzt überhaupt mal die richtige... Oder kann man das gar nicht mit Rechtsklick? Da kann man sich das Schiff gar nicht anschauen. Das kann man auf der 1er Karte auch gleich rausgefunden, liebe Leute. Kann man auf der 1er Karte das Schiff rundherum zoomen. Mitten auf den Maps kann man das nicht mehr. Na, komm her. Ja, was vielleicht den einen oder anderen oder gerade mir auch aufgefallen ist. Ich bin in einem neuen Clan, der nennt sich HF. Ja, ich bin ein bisschen umgestiegen. In einem aktiveren Clan. Oh, das ist ja Miau. Na, komm. Ah, ich hätte auch noch wenigstens Schild aufladen sollen, ha? Na, jetzt zeigt's doch mal, was ihr drauf habt, ha? Verballert's mal eure ganze Munition. 250.000, kommt, macht's mal ein bisschen Damage-Test. Ja, ich habe da auch noch Schild. Okay, das war's. Ja, zwei Miauler. Ja, typisch. Habe ich keine Chance, ja. Okay, einen habe ich, dass ich... Boah, ich wollte da nicht. Boah, war das knapp. Ja, auf jeden Fall ist das mal die Zitadelle, die ich ein bisschen am Zeigen bin, was die so kann im 3D-Modus, wie das Schiff aussieht. Spaceball? Nee, Eismeteoriten sind. Lol, die habe ich ja voll verpennt, Alter. Nice. Voll verpennt, dass Eismeteoriten auch noch gibt. Naja. Wir sind voll slow. Soll ich es aufdecken, wie viel Schild ein Zitadelle mit 35 Schildgeneratoren zusammenkriegt? Wir machen das gleich, sofern ich da jetzt endlich den Eismeteoriten gefunden habe, löse ich dieses Rätsel auf, ja. Im ersten werden sie auch ausprobiert haben. Aber für die sich das alles noch nicht leisten können, für die werde ich da kurz eine Demonstration dann herzeigen. Denen zeige ich dann das, was die Zitadelle so an Schild hat. Wenn sie ungefähr, warte mal, 35 Dinger Schildgeneratoren drauf hat. Ja, wo ist denn der Assi? Lass mal wieder keiner, wo da ist mit Kredit. So. Achso, ich kann noch nicht auflösen. Ich kann mal so auflösen. In meiner Damage-Konfi habe ich 536.000 Schild. Jetzt habe ich mir eigentlich einen fetten Applaus erwartet. Oha. Super, sie weiß wenigstens. Da weiß ich wenigstens, wo der ist. Na, Speed sind nur 526, also. Ich
glaube so schnell, na fast so schnell, wenn Goalie, boah, ich guck mir das nie an von Speed, meine Höchstspeed vor der Wing sind 5,88 vor der Kohle, 5,35 oder so. Der Super Assi muss aber da oben sein, ja der ist auch da oben, der gehört jetzt auch mir. Da werden sich wieder irgendwelche lustigen Typen kommen, mich, oh nein, oh nein. OMG. OMG, OMG, lass nämlich in Ruhe an. Die lassen mich nicht in Ruhe. Und in der sogenannten Speedcon für 4,2 Millionen Schild, Leute. 4,2 Millionen. Also das ist einmal der absolute Wahnsinn. 4,2 Millionen Schild, ha? Huh? Ja, das ist ein Wahnsinn. Schaut mal, ich bin ein richtiger Endboss für die. Ich dann noch Krabbe reinmache. Boah, jetzt bin ich mega langsam. Ich bin an. Wie im Hades geht einfach mal der Endboss da mit seinen 10 Millionen Hitpoints. Ja, jetzt kriegen sie mich langsam down. Bam, haben sie mich auch endlich geschafft. Zu 5000, natürlich. Ich gehe nur Platz, weil das Schiff einfach nicht dazu geeignet ist zum Jagen gehen. Alleine halt. Ja, und auf 1.8-Map können wir uns natürlich auch mit dem Schiff komplett einmal nochmal angucken. Im 3D-Modus, also es ist wirklich sehr schön da vertreten. Man sieht ja, die Drohnen rappen da. Die Patty ist dann auch noch schön da zu sehen. Ja, läuft doch bei uns. Also, Herzformation. Komm, Speedrap, Speedrap. Irgendwo ist da noch die... Das Metroid. Ja, langsame Konfi, also wirklich. Es sind sagenhafte... Ah, wenn ich aus der Base rausfliege, kann ich das nicht mehr zoomen. Na gut. Also das Drehen des Schiffes. Gut. Sagenhafte 4 Millionen. Wunderbare 4 Millionen. Die 200.000 waren wahrscheinlich, weil da irgendwo so ein Typ noch dort war, der... Ja. Damage Test, Moment mal, wir machen noch Damage Test. Normal. Normal, wir machen Damage Test. 8000 ungefähr mit 6 Laser. Also nur die Zitadelle. Die Drohnen da sind gerade nur mit Schilden voll. Die Laser nicht. Laser nicht. Das Schiff und die Drohnen sind komplett mit Schildgeneratoren voll. Also 35 Schildgeneratoren und nur 7 Laser, glaube ich, sind gerade in der Konfiguration drin. Damage Confi, weiß ich nicht, habe ich spontan. Das sind auf jeden Fall. Mehr als 10. Aber nicht über mehr als 20 drinnen. Oder wie viel Schaden machen wir denn da? Da machen wir 22.000 Schaden. Wir müssen uns jetzt nur leider auf den Wawawu stürzen, weil der ist MG. Und den mögen wir ja nicht. Und mir wird zum Glück hoffentlich eh schon geholfen. Nein. Schaffe ich den überhaupt, den Wawawu? Ach so, ja, wir sind ja noch überhaupt in der Formation, wo da Schaden da. Oh ja, ich bin sogar. Nein! Nein, 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 das ist unfair. Das ist uncool. Kriege ich wenigstens irgendeinmal abgeschossen in der Folge. Nein, komm, Alter! Das ist doch sowas von unfair! Ich will auch einen Abschuss machen! Och, Menno. Also, man sieht es ja. Ich habe jetzt nicht den Schaden probiert, wenn ich nicht in dieser in dieser Formation bin, weil da machen wir ja 40% weniger Laserschaden. Ja, für den Kampf. Für viele Sachen nicht geeignet. So, fürs Gruppenfighten ist das noch besser. Die Zitadelle kann sich jetzt richtig fett panzern und wenn ihr jetzt noch Goalies mit einer Zitadelle in der Gruppe seid und noch ein Rap-Schiff, Alter, und das. Das Zitadell ganz den Schaden einfach mal mit diesen Fähigkeiten auf sich zieht. Ah, das habe ich auch noch, das habe ich ganz vergessen. Ah, seht ihr, so schaut das aus, wenn es diese Schutzhülle ist. Da müssen sie echt noch ein bisschen arbeiten. Das ist echt ein bisschen verhaut. Es sieht zwar schick aus, aber da fehlt wirklich noch was. Das haben sie wirklich nicht schön gemacht. Man sieht es, die Formationen, also deren ganzen Fähigkeiten, die sind nochmal schön vertreten. Bin ich zufrieden. Da wird nochmal schön auf meine Bett gegangen.
Genau, genau. Und jetzt, und jetzt. Komm schon. Bam. Ich habe noch eine Konfi. Komm mal, Wabu. Komm raus. Ich habe noch eine Konfi. Noch eine sehr große Konfi. Ich habe noch eine schöne Konfi. Komm mal, Wabu. Zeig mir einen schönen 3D-Kampf. Ach, Mendo, das geht sich ja nicht mehr aus. Oh, das geht sich aus. Komm. Ach so. Nee, ich habe kein Ding mehr. Ja, ich habe keinen Instagram mehr gehabt. Egal. Wir haben es ja gesehen, was das Schiff so drauf hat. Alleine geht nicht wirklich viel. Aber das wisst ihr, Zitadelle, ich meine, hallo. Da sind wir wieder ein flacher Pappkarton. Nee, also ist wirklich einiges gut gemacht da. Hier und da fehlt eines beim Zitadelle. Mit dem Design ja. Bei der Drohnenfähigkeit habe ich euch jetzt gezeigt, wie viel Schild wir maximal zusammenbekommen. Also mehr als genug. Und ja, ansonsten läuft es eigentlich hier recht gut. Was man halt nur noch machen müsste, wäre noch bessere Konfis und ich sollte mir auch eine Gruppe suchen. Sonst würde das nichts werden. Was soll ich denn da schon wieder für Spiel am Laufen? Ganz komische Leute. Na, okay, na. Ich habe euch jetzt soweit mal alles gezeigt, was ich über die Zitadelle soweit weiß. Die Konfis, also genau, Damage Konfi, das habe ich, wollte ich nur noch sagen. Die Damage Konfi, die jetzige gerade, die hat ungefähr, ja eh, wie vorhin eigentlich gesagt, irgendwas über 20 Laser und ganz wenig Schild, weil man sieht, 500.000, die hat ganz wenig Schilds. Patty ist ganz normal immer ausgerüstet, Extras gehen sich immer alle wunderbar aus, die man braucht, da ist sich sogar das von diesen Seuchenzeugs da ausgegangen, man sieht's. Und ja, ich verabschiede mich jetzt mal hier von euch in dieser Folge. Ja, beim nächsten Mal probiere ich wieder ein anderes Schiff aus, um es euch demonstrieren zu können und ein bisschen zeigen, vielleicht erklären und euch das Design zeigen. Die meisten, die können sich das ja eh angucken, aber die meisten, die sind noch ein bisschen mehr... Schaut sich das an, so schaut es auch ohne Farbe aus. Ja, für die, die einfach mehr wissen wollen, ich schaue immer, dass ich jeden die Infos biete, die ihr so ungefähr haben will. Und ja, wir sehen uns jetzt einfach mal beim nächsten Mal wieder.